Rockstar Games hat gestern ein neues Fahrzeug hinzugefügt. Moin Leute, euer Bombard wieder am Bambus und heute zeige ich euch das neueste Fahrzeug aus dem DLC. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich euch schon bitten, einen fetten Like-Video zu lassen und viele euch noch nicht abonniert haben. Abonniert mich, sonst verpasst ihr die krassen Informationen rund um GTA Online. Aber ich würde sagen, fang doch mal einfach an. Welches Fahrzeug wurde hinzugefügt? Naja, das Fahrzeug heißt Tundra Panther. Dieses Fahrzeug findet ihr auf Legendary Motorsport und wirklich für einen legendären Preis von 2.170.000 GTA-Dollars. Aber ich würde sagen, wir kaufen das Ding einfach mal und schauen, was dahinter steckt. Naja, in Sachen Tuning ist das Fahrzeug eigentlich ziemlich gut. Denn der Sportwagen hat zum Beispiel vorne 18 verschiedene Stoßstangen und hinten 12, was schon eine ganze beachtliche Menge ist. Davon abgesehen hat er hier auch natürlich auch sehr, sehr schöne Auspuffanlagen. Ich persönlich mag hier die eckigen total gerne. Und der Kühlergrill. Denn der Kühlergrill hat hier wirklich verschiedene Designs, was ich persönlich sehr cool finde, was wiederum auch für die breite Masse natürlich sehr gelegen kommt, da nicht jeder den mag, aber für den etc. Ihr wisst schon, was ich meine. Ansonsten, was ich hier auch sehr feiere, ist tatsächlich die Motorhaube. Denn bei der Motorhaube habt ihr unglaublich viele Auswahlmöglichkeiten. Ich glaube, es waren 25 Stück. Und tatsächlich unten bei den unteren Motorhauben könnt ihr auch GT-Motorhauben ausrüsten, was das Ganze auch so ein richtiges GT-Fahrzeug-Look verschafft. Allein durch die Motorhaube, was natürlich absolut krank ist. Aber Leute, kommen wir mal zum Innenraum. Denn der Innenraum für mich ist absolut ein Minuspunkt. Warum? Naja, ihr könnt natürlich hier die Rennsitze umtunen und kriegt dadurch auch natürlich einen Überrollkäfig. Aber ihr könnt das nicht getrennt tunen. Das bedeutet, wenn ihr die originalen Sitze behalten wollt, weil die einfach am schönsten sind, aber trotzdem Überrollkäfig haben wollt, dann könnt ihr es leider nicht so tunen. Was ich persönlich sehr schade finde, hier hätte man es einfach getrennt tunbar machen sollen. Wäre viel besser gewesen. Dieses Auto besitzt natürlich auch Designs, wo ich auch sagen muss, dass die Designs mich jetzt nicht so krass umgehauen haben, aber ist auch alles Geschmackssache. In Sachen Lüftungsschlitze, also hinten die Hinterscheibe, könnt ihr auch ein bisschen was auswählen. Ich finde, das letzte Teil passt unglaublich gut zum Fahrzeug. Deswegen, Leute, nehmt das. Das ist absolut krank. Aber da ist jetzt auch nicht so viel krass Auswahlmöglichkeiten. Aber gut, was ich hier persönlich aber trotzdem wieder als Pluspunkt finde, ist tatsächlich das Dach. Nicht, weil es da so viel Auswahlmöglichkeiten gibt oder sonst irgendwas. Nein, ihr könnt ein Panoramadach machen. Und jetzt denkst du so, hä, wieso Panoramadach? Das ist doch voll kacke eigentlich. Nein, im Ego-Modus könnt ihr sich so hochschauen und das, ja, den Sternenhimmel begutachten in GTA. Ja, ich weiß nicht, wer es macht. Ich würde es auch wirklich empfehlen, das auszuwählen und in Ego-Modus zu fahren. Und das Ganze sieht natürlich auch mega geil aus. Und in Sachen Seitenverkleidung habt ihr auch hier 22 Optionen zur Auswahl, was das Ganze auch hier sehr, sehr variabel macht. Generell, das Fahrzeug hat jetzt schon sehr, sehr viele Tuning-Teile. Aber kommen wir mal zum Tuning-Teil, der mich wirklich, wirklich enttäuscht hat, nämlich der Spoiler. Der Spoiler hat auch ein paar Auswahlmöglichkeiten, fair enough, aber es gibt nur einen Spoiler, der lackiert ist. Warum nur einen? Die haben so zig viele Carbon-Möglichkeiten, Carbon-Teile etc. Aber nein, bei den Spoilern sagen sie, ach, alles Carbon, außer ein Spoiler. Finde ich nicht cool. Finde ich absolut nicht cool. Ich bin der Typ lackiert statt Carbon. Aber naja, ist alles einfach Geschmackssache. Ihr könnt einfach mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr an diesem Fahrzeug feiert oder nicht so. Aber gut, Leute, das war es jetzt eigentlich, das Tuning rund um dieses Fahrzeug. Und die Frage, habe ich das Fahrzeug gemoddet? Natürlich habe ich das Fahrzeug gemoddet. Denn hier seht ihr das Fahrzeug mit schicker Lackierung und Bennys Fällen. Und ja, wenn ihr dieses Fahrzeug haben wollt, dann kommt in mein Gift Custom Friends Stream rein und holt euch das Fahrzeug kostenlos von mir. Aber gut, Leute, ich würde sagen, ich bin raus, euer Bombard. Ciao.